Wir werden hier diese Zahl von dieser Zahl abziehen. Minus rechnen heißt Subtraktion. Wir werden sie untereinander schreiben, indem wir die Zahl, die abgezogen wird, unter der anderen Zahl schreiben, so, indem wir schön die Einerziffer untereinander schreiben, die Zehnerziffer, die Hunderterziffer und so weiter. Beginnen wir die Subtraktion. Das beginnt man ganz rechts. 6 minus 5, das macht 1. Wir schreiben diese 1 da unten. 2 minus 4. Von 2 kann man 4 nicht abziehen in der Menge n. Dafür ist die 2 zu klein. Aus diesem Grund schreibt man oberhalb der 2 eine 10 und unter der nächsten Spalte eine 1. Jetzt rechnen wir 12 minus diese 4, das macht 8. Die nächste Spalte, 3 minus 9, die 3 ist zu klein, um 9 davon in der Menge n abzuziehen. Also machen wir dasselbe wie da. Oberhalb der 3 schreiben wir 10 und unterhalb in der nächsten Spalte schreiben wir 1. 13 minus 9, das macht 4. 7 minus 4, das macht 3. Und 9 minus diese 0, die man vor solch einer Zahl nicht schreibt. 9 minus 0, das macht 9. Wir finden also als Ergebnis dieser Subtraktion 93.481. Die Antwort einer Subtraktion nennt man Differenz. Wir können jetzt viele solcher Übungen machen und anhand des Taschenrechners mit der Taste Minus überprüfen. Überprüfen wir jetzt noch, ob die Subtraktion in n kommutativ und assoziativ ist. Dazu nehmen wir zuerst ein Beispiel. 12 minus 4, das macht 8. Aber 4 minus 12, das geht in der Menge n nicht. Also diese Antwort existiert in der Menge n gar nicht. Aus diesem Grund ist 12 minus 4 nicht dasselbe wie 4 minus 12. Also können wir die Kommutativität auch nicht verallgemeinern. A minus B ist im Allgemeinen nicht dasselbe wie B minus A, wo A und B natürliche Zahlen sind. Also die Subtraktion natürlicher Zahlen ist nicht kommutativ. Schauen wir jetzt die Assoziativität anhand von diesem Beispiel. 12 minus 4, das macht 8. Und diese 8 minus 3, 8 minus 3, das macht 5. Jetzt verschieben wir diese Klammer nach rechts und rechnen hier zuerst 4 minus 3, also 1. Und diese 1 ziehen wir von der 12 ab. 12 minus 1, das macht 11 und nicht 5. Also ist 12 minus 4 minus 3 nicht dasselbe wie 12 minus 4 minus 3. Also ist die Subtraktion in n nicht assoziativ. A minus b minus c ist nicht dasselbe wie a minus b minus c, wo a, b und c natürliche Zahlen sind. Die Subtraktion in n ist nicht assoziativ.